Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Set-Review. Ja, wie ihr seht, wir haben hier gerade noch die Amazon-Verpackung. Aber wir werden das jetzt, das ist jetzt auch ein kleines Unboxing-Video. Muss jetzt mal kurz gucken. Ah, genau. Wir öffnen das jetzt und dann werden wir das auch zusammenbauen. Da wird es eine kleine Timelapse geben. Und ja, werden das jetzt hier erstmal auspacken. Mal gucken, was hier drin ist. Wir haben uns jetzt hier das Rebel Trooper Battle Pack bestellt. Hier seht ihr das. Das habe ich mir über Amazon bestellt, wie man auch auf dem Karton noch sieht. Den packen wir jetzt aber erstmal beiseite, denn der ist nicht das Hauptthema. So. Und ich will gar nicht mit so viel labern. Wir sehen hier hinten einmal alle Truppen. Die zwei hier, den hier mit dem Geschütz und den auf dem kleinen Speeder. Das Ganze ist ein Lego Star Wars Modell und sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Hat jetzt 10 Euro gekostet, also ich verlinke euch dann mal noch die Amazon-Website für dieses Produkt. Bestellt es euch auf jeden Fall. Es kostet eigentlich 15 Euro, aber es wurde runtergesetzt auf 10 Euro bzw. 11 Euro. Und das ist extrem gut, habe ich mir gleich geholt. Und wenn euch sowas gefällt, wenn ich so ein Unboxing mache, dann schreibt es doch in die Kommentare und lasst ein Like da. Wir öffnen jetzt aber erstmal. Ich muss jetzt erstmal hier auspacken. Oh, ich liebe es, Sachen zu öffnen. Und zwar mal auf Gewalt. So. Und dann sieht man erstmal, es sind jetzt nicht so viele Tüten oder es ist auch nicht so ein Riesenset. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Wir bauen ja auch gerade einen Scarif-Mob. Das Video wird dann vielleicht in... Naja, das wird noch ein bisschen dauern. Lasst euch mal überraschen. Und dazu brauchen wir das Set. Und das ist auf jeden Fall ganz cool, wenn wir es dann haben. Hier ist auf jeden Fall die Anleitung mit ganz vielen Seiten, wie das denn gebaut wird. Dazu gibt es aber dann eine Timelapse, wie ich das denn baue. Hier haben wir auf jeden Fall ganz viele kleine Teilchen drin. Mit Waffen und Tüten und so. Und hier haben wir dann den Hauptteil, also wo alles drin ist. So. Und dann gibt es jetzt erstmal einen kleinen Speedbild, wie ich das Ganze zusammenbaue. Ich hoffe, euch hat die Timelapse gefallen. War jetzt ein bisschen lang, aber ich denke, ich kann die noch verkürzen. Wir fangen mal am besten an mit den Minifiguren. Also hier sind jetzt noch so ein paar Restteilchen, die brauchen wir aber jetzt nicht mehr. Die sind nur, falls etwas kaputt war. So, wir fangen mal an mit diesem einen kleinen Rebel Trooper hier. Der Typ hier hat so eine Blasterkanone, dass wenn man die drückt, dann feuert dieses Teil hier so ab. Mache ich jetzt mal nicht, ehe ich das Teil dann danach wieder nicht finde. So, der hat auf jeden Fall so einen ganz coolen Helm. Der ist so designt wie so eine Hot Trooper halt auch. So ein altes Set, die haben so eine ähnlichen Helme. Der hat ja auf jeden Fall einen Bart. Sieht schon etwas älter aus und hat so eine Jacke. Fokus, los. Genau, hat so eine Jacke an. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Der andere ist... nicht gerade anders aufgebaut. Der hat auch einen Bart, hat auch so eine ähnliche, so einen ähnlichen Helm. Und die haben halt, wie gesagt, alle diese gleichen neuen Blaster-Systeme. Der hier hat auch eine Jacke an und ist halt auch so eher für so ein Sandbiom geeignet. Also
Die kämpfen halt wahrscheinlich alle eher so im Dschungel oder im Sand, wie es halt auf Scarif ist. Turba, das zeigt man ja auch, sieht man ja auch im Film Rogue One. Beim nächsten, der ist dunkelhäutig und hat auch wieder eine Jacke an. Also so viel muss ich zu den Minifiguren gar nicht sagen. Das hier ist auch wieder noch so eine andere Figur. Sind auf jeden Fall alle ganz cool gedesignt. Das Set verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal. Einmal von der Lego-Website und einmal auf Amazon. Aber wir machen mal weiter mit dem Lego Speeder. Genau, der ist hier so eher grün gebaut. Also hat hier an der Seite grüne Teile, hinten. Hier vorne hat er ein bisschen was und halt hier an der Haube. Sonst hat man ja immer so eine Griffe genommen. Das war ein so ein Griff hier. Habe ich hier einen? Nee. Und diesmal haben die hier so eine anderen Teile genommen. Aber es sind nicht so schlimm. So, hier hinten kann man auf jeden Fall nochmal Blaster lagern. Und hier vorne hat er dann halt so eine Stange. Hier sind so eine Turbinen wahrscheinlich, sowas. Soweit wie die meisten Speeder so aufgebaut sind. Hier ist so eine ganz kleine Glasscheibe. Ja. Aber dieses Teil hier, das ist neu, das kenne ich gar nicht. Ich kenne ja diese Platten, die man dann immer raufsetzt, dass es dann ein bisschen smoother ist. Aber die Platten sind jetzt dafür gedacht, um von unten die dran zu setzen. Sonst waren sie ja von oben gedacht. Kenne ich auf jeden Fall noch nicht, das Teil. Gefällt mir aber auf jeden Fall. Der Speeder an sich gefällt mir auch sehr. So, die packen wir mal mehr in den Bildschirm. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zu dem größten von allem. Das ist jetzt dieses Teil hier. Das ist so ein kleines Standgeschütz, was halt mit so einem Mini-Biom hier dargestellt ist sozusagen. Das ist so eine Blasterkanone. Kann ich mal abnehmen. Auch, wie gesagt, mit dieser Technik hier wieder, wo man dann drückt, dann feuert das ab. So einen kleinen Griff hier, den steckt man dann hier ran. Und halt mit so einem langen Rohr hier. Das Teil an sich ist eher so im sandfarbenen designt. Hat ja so ganz komische Teile, das sind so eine Balken. So eine Vierer, die dann so quer rüber gehen. Sorry, ich habe gerade die Kamera angeruckelt. Ja, finde ich auf jeden Fall auch ganz fresh. Ich kann ja jetzt die Truppen hier raufsetzen. Also, wie sind die hier? Also, der Dunkelhäutige sitzt an der Kanone. Kann man zum Beispiel die Kanone dann hier, angenommen, hier hinten lagern. Was ich dir noch vorhin gesagt habe. So. Dann setzen wir den mal ans Geschütz. Der steht hier so da und hält es denn einfach so. Keine Ahnung, wie das gemacht ist. Genau, einfach so hier. Und hält die dann halt so und schießt dann halt so hier. Die kann nach unten schwenken, kann aber auch zur Seite schwenken. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Bei dem hier setzen wir mal den hier rauf. Dann machen wir die andere Kanone wieder auf die andere Seite. Sieht das Teil auf jeden Fall schon hart bewaffnet aus. Und der kann hier aber seine zwei Pfötchen an den Griff machen, was man hier nicht kann. Und dann fährt der halt hier so lang. Stellen wir mal wieder hin. Ja, und die beiden, die kämpfen dann halt hier einfach auf Land. Oder man kann die ja, das ist ja variierbar. Also man kann jetzt den auch darauf setzen und alles. Ja, ich glaube, das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall ein kleines, cooles Set. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!